Michelle de Manna greift in ihren Arbeiten auf verschiedene Elemente von Tanz, Musik und Theater zurück. In ihren Performances, bei denen sie grundsätzlich als Protagonistin auftritt, finden sich Elemente der Collage ebenso wie aus Populärkultur und Vaudeville. Charakteristisch ist darüber hinaus die Feier des Amateurhaften, die dem durchdacht geplanten immer wieder etwas charmant Spontanes und Offenes gibt und gängige Erwartungshaltung an die Kunst souverän unterläuft. Wir sehen jetzt die Performance Bear Jerky von und mit Michelle de Manna. Sie wird am Klavier begleitet von Eric Lydell. Viel Spaß. Danke. Ich bin der Tanzbär aus Berlin. Heute Abend werde ich zu Griegs Morgenstimmung tanzen, um den Geist des Frühlings wachzurufen. Zuerst muss ich sagen, ich fühle mich ganz ungewohnt. Bei meiner Ankunft in Wien bin ich um den Rathauspark herumgelaufen. In dieser Stadt, dieser fremden Stadt, mit vielen Gesichtern, Facetten und fremdartigen Straßen, bin ich heute Abend herumgelaufen. In schwindelerregenden Kreise um den Rathauspark. Was ein Bär braucht, ist, meine ich, um den Gefühlen der Verwirrung und der Delinquenz, die mich begleiten, seitdem ich meine Schule Berlin verlassen habe, also die erste köstliche Sache, die ich sah, gegessen. Was für ein Vergnügen in ein nettes, behaartes Ding mit Muskeln. Meine Zähne einsinken zu lassen. Kein Knochen ist innen im Weg. Ich sah ihn und habe ihn gegessen. Köstlich hat gekämpft. Ich gewann. Seitdem ärgert mich mein Magen. Rumpelt und pumpelt und dreht sich in alle Richtungen. Das muss ich sagen als Entschuldigung, falls ich nicht in der besten Verfassung bin. Thank you.
Ugh.